Also herzlich willkommen zu dem Vortrag. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich sage noch ganz kurz was noch mehr zu meiner Person. Ich bin Ethnologin. Also die haben Sie wahrscheinlich auch nicht so oft gehört bisher in der Serie. Und ich arbeite seit 2022 in einer Forschungsmission der Deutschen Allianz für Meeresforschung. Das ist so eine Art Dachverband. Da werden dann das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt dann diese Forschungsprojekte und die werden so in Missionen zusammengefasst. Und ich werde hin und wieder auch mal verweisen auf Kollegen aus den anderen Missionen oder aus meiner Mission, denn ich bin natürlich nicht Expertin für alles. Ne? Und gerade bestimmte Themen, werden Sie gleich merken, da gibt es tatsächlich ganz ausgewiesene Expertise dann dazu. Ich selbst habe mich jetzt beschäftigt mit Energiethemen. Ich bin gar nicht die Expertin für Windenergie, aber ich habe mich mit Nutzungskonflikten beschäftigt und im Moment der größte Nutzungskonflikt, den es in der Nordsee gibt, also in der deutschen Nordsee, dreht sich tatsächlich um Gas. Ja? Das hat man nicht so auf dem Schirm, aber darum geht es. Aber wir fangen mal ganz gemütlich an. Also ich werde erstmal kurz was sagen zum Meeresschutz ist Klimaschutz, warum und weshalb. Dann auf die Herausforderung eingehen, ne? Ziel- und Nutzungskonflikte in der Nordsee. Was sind die Pläne Offshore-Wind jetzt von Deutschland und auch unseren Nachbarländern? Und dann komme ich zu Fahrtabhängigkeiten und Interessen. Und Fahrtabhängigkeiten meine ich sozusagen die Geschichte von Ländern, ne? Wie die sozusagen ihre Energieversorgung organisiert haben, was sie vielleicht auch für Widerstände erlebt haben. Und das sieht ganz unterschiedlich aus in Deutschland und in den Niederlanden, also speziell, wenn es um Öl und Gas geht. Ja, und dann gebe ich natürlich einen Ausblick, wo man dann nochmal fragen kann, die Energie auf dem Meer, sie kommt, aber wie schnell kommt sie und in welcher Form kommt sie? So, Sie können sich ein bisschen zurücklehnen, stellen Sie vor, Sie sind in so einem Strandstuhl, schauen Sie aufs Meer, das ist doch eine Wohltat, ja, so ein Strandtag am Meer. Aber das Meer ist tatsächlich unser Wohltäter, denn ohne das Meer könnten wir weder atmen, noch es überhaupt hier aushalten. Also das Meer ist eben auch ein großer Regulator des Klimas. Ja? Und ich habe hier ein paar Zahlen aufgeschrieben. Also seit 1970 hat das Meer und die Ökosysteme des Meers dafür gesorgt, dass 50% der Sauerstoffproduktion auf der Erde durchgeführt wurden. Ja? Es nimmt auch CO2 auf und es nimmt auch überschüssige Wärme auf. Das ist sehr wichtig. Also es hat ziemlich viele Leistungen, die es erbringt. Wir nennen das Ökosystemleistungen. Und selbstverständlich kann nur ein gesundes Meer, ein Meer, was gesunde Ökosysteme hat, auch diese Ökosystemleistung erbringen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass das Meer geschützt ist, dass das Meer gesund ist. Und dann haben wir sozusagen gleichzeitig auch etwas für das Klima getan. So, wie sieht es jetzt aus in der deutschen Nordsee mit dem Meeresschutz? Es gibt ein Abkommen, Montreal 3030, erkläre ich jetzt nicht unbedingt, aber da ist so die Zielführung, dass 30% der Meere geschützt werden sollen. Also der Fläche der Meere. Und in den deutschen Meeresgebieten sind wir da sogar ein bisschen weiter. Wir haben 45% unserer Meeresgebiete in der Nordsee und in der Ostsee unter Schutz gestellt. Und für die, die sich im Meer nicht ganz so gut auskennen, also man sieht hier, jetzt habe ich einen Pointer? Nee, ne? Also man sieht da so eine rote Linie, eine gestrichelte Linie. Alles, was sich innerhalb dieser Linie befindet, ist die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone. Das heißt, das ist die Zone, die jetzt nicht direkt Hoheitsgebiet ist von Deutschland, aber wo Deutschland exklusive Nutzungsrechte an den Ressourcen hat. Ja, es gibt bestimmte Bereiche, da kann Deutschland sozusagen keinen Einfluss nehmen. Eine internationale Schifffahrt wird auf einer anderen Ebene reguliert. Deutschland kann auch nicht sagen, wir wollen nicht, dass Flugzeuge drüber fliegen, aber Deutschland kann sagen, wir möchten, dass nur die und die Leute dort Fischfang betreiben oder Sand abbauen oder Öl abbauen oder was auch immer. Also das ist die ausschließliche Wirtschaftszone und dann gibt es sozusagen zwischen dieser gestrichelten Linie und der Küste, das ist das Küstenmeer. Ja? Also es befindet sich innerhalb der 12-Seemeilen-Zone. So. Also es sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Sieht ziemlich grün aus und man könnte denken, das ist ganz prima. Jetzt ist es eigentlich so, dass natürlich Meeresschutz erst beginnt, wenn tatsächlich Maßnahmen anlaufen, die dem Schutz dienen. Ja? Also man kann sozusagen ein Meeresschutzgebiet ausschreiben und definieren auf der Karte, ne, mit GPS-Points oder so mit Linien. Und dann kann man irgendwann einen Managementplan aufsetzen und dann müssen aber irgendwann die Maßnahmen kommen und erst dann ist ja das Gebiet tatsächlich geschützt. Also nur auf der Karte ist es erstmal noch nicht geschützt. Und ich möchte jetzt mal Ihre Aufmerksamkeit lenken auf zwei Meeresschutzgebiete, jetzt muss ich mal gucken, die Nummer 11, das ist die Doggerbank und die Nummer 10, das ist das Borkum-Riffgrund. Ja?
Und für Borkum Riffgrund, das ist eins unserer sogenannten Reallabore, also wo wir uns viel mit beschäftigen, ich habe mich damit auch viel beschäftigt. Und da wurde zum Beispiel das, also es gibt immer eine Vorlaufzeit, bis das dann akzeptiert wird als Meeresschutzgebiet. Das wird auch in der EU, wird das dann registriert und so. Also das wurde ausgewiesen 2017, der Managementplan kam 2020. Die erste Maßnahme läuft seit diesem Jahr. Also es hat alles ein bisschen längere Vorlaufzeit. Das hat jetzt eine ganze Reihe von Umweltorganisationen dazu bewegt, doch ein bisschen mehr Druck zu machen, zu sagen, also wir brauchen wirklich eine Meeresoffensive, wir brauchen wirklich politisches Voranstreiten und wir brauchen Taten. Also wir müssen einfach mehr machen, als jetzt nur Gebiete auszuschreiben auf der Karte, denn das tut erstmal gar nichts. Und die haben also eine Allianz gegründet und der Hintergrund ist, dass der Umweltzustand der Nordsee sehr schlecht ist und zwar seit Jahren sehr schlecht und es wird also immer auch gemonitort und der wird auch einfach nicht besser. Er wird auch nicht schlechter, aber er wird auch einfach nicht besser. Ja? Also da war sozusagen der Wunsch, da was dran zu ändern. Und diesem Wunsch ist dann nicht die Regierung von 2020, aber dann doch die Regierung von 2021, also die jetzige Regierung unter Scholz, der ist die Regierung nachgekommen und hat in ihrem Koalitionsvertrag diese Meeresoffensive tatsächlich verankert. Sie müssen das nicht lesen alles, das ist alles viel zu viel. Ich zeige Ihnen nur, es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die da aufgeführt sind im Koalitionsvertrag unter dem Kapitel Meeresschutz. Und dort, wo ein Häkchen dran ist, kann ich Ihnen versichern, das ist entweder erledigt oder in Arbeit. Also da, ne, weil ich das jetzt einfach, ich bin ja auch nah dran an dieser Forschungsgemeinschaft. Wir hatten letzte Woche das Meeresumweltsymposium in Hamburg vom BSH. Also das ist wirklich alles in Arbeit. Und ich habe jetzt mal drei Sachen da rot markiert, weil ich darauf nochmal zurückkomme. Das eine hat jetzt mit dem Thema nicht zu tun, aber ich mache, weil ich hier bin, noch einen kleinen Exkurs. Es geht darum, dass ein Sofortprogramm aufgelegt wurde für 100 Millionen für die Bergung und Vernichtung von Munitionsaltlasten. Dann wurde beschlossen, dass keine neuen Genehmigungen für Öl- und Gasbohrungen jenseits der erteilten Rahmenbetriebserlaubnisse für die deutsche Nordsee und Ostsee ausgestellt werden sollen. Und noch ein zweiter Punkt zum Thema Munition, also dass angestrebt wird, dass das auch langfristig finanzierbar ist. Also diese 100 Millionen reichen natürlich nicht sehr weit und das muss langfristig finanziert werden und da sucht man auch Möglichkeiten. Wenn Sie jetzt wie ich sich rumtreiben auf diesen Workshops und Konferenzen zur Meeresforschung, das sind in der Regel interdisziplinäre Konferenzen mit einem großen Anteil von Naturwissenschaftlern, dann sehen Sie, dass es bestimmte Themen gibt, die im Vordergrund sind und manche, die so mehr im Hintergrund laufen. Ein ganz großes Thema im Moment und eigentlich schon seit Jahren ist der Ausbau der Offshore-Windenergie, dann Carbon Capture Storage, das heißt, dass man CO2-Senken mehr schafft, dass man sozusagen das verpresst in den Meeresboden. Das ist ein Thema, aber genauso wichtig, und deswegen habe ich es jetzt hier auch mit aufgeschrieben, sind Munitionsaltlasten. Das ist wirklich ein großes Thema, es nimmt wirklich sehr viel Raum ein in diesen Diskussionen und Präsentationen und kurz gefolgt davon vom Thema eingeschleppte Arten. Das hat natürlich damit zu tun, dass viel Schiffsverkehr passiert, dass es auch, dass jetzt mehr Industrieanlagen auch im Meer sind, wo sozusagen sich so eingeschleppte Arten auch vielleicht dran festhaken können. Ne? Es gibt ja nicht überall Hartsubstrat in der Nordsee, es gibt ja viele Sandbänke. Und wenn die dann an so ein Hartsubstrat kommen, dann können die sich da festklammern sozusagen und finden da jetzt auch ein Habitat. Ein Thema Meeresschutz, Renaturierung ist ein Thema. Man redet auch über Kleinfischerei, aber ist politisch gerade nicht so ein großes Thema. Man redet auch gerne über Offshore-Wasserstoff, weil das ist ja so zukunftsgewandt. Worüber man nicht redet, ist die Öl- und Gasproduktion. Ja? Also ich bin seit 2 Jahren dabei, seit 2,5 Jahren, und ich bin immer die Einzige, die es irgendwie anspricht. So, wir kommen aber gleich darauf zurück. Ich mache für Sie jetzt einen kleinen Exkurs Munition und mehr und mache gleichzeitig Werbung für Kollegen aus der gleichen Forschungsmission, aber einem anderen Projekt. Es gibt das CONMA-Projekt, vielleicht ist das auch mal für das nächste Jahr ein interessantes Thema. Die kartieren Munitionsaltlasten, die entstanden sind, weil man nach dem Zweiten Weltkrieg Munition entsorgen wollte. Man wollte einfach, dass die nicht in falsche Hände kommt, nicht missbraucht wird. Und man hat einfach gedacht, aus den Augen, aus dem Sinn, wir versenken die im Meer. Und dann ist man mit Schiffen rausgefahren, hat also Verklappungsgebiete sich vorher überlegt, ist dorthin gefahren, hat da einfach das von den Schiffen geworfen. Manchmal hat man auf dem Weg dorthin auch schon das von den Schiffen geworfen. Und es gibt jetzt große Stellen, die sehen Sie jetzt hier, vor allem in der Ostsee, wo Munition auf dem Meer liegt. Und zwar wirklich ganze Kisten,
also ganz verschiedene. Es ist wirklich ein Konvolat von verschiedensten Dingen, die da auf dem Boden liegen. Also es geht nicht um Geschosse, die da gelandet sind, sondern wirklich um diese verklappte Munition. Und diese Munition liegt seit 70 Jahren auf dem Meeresboden in Holzkisten. Ja, also teilweise hat man dann irgendwie nach dem Krieg dann nochmal die Munition hochgeholt, den Metallmantel noch entfernt, weil das konnte man noch gebrauchen, hat die Munition dann wieder reingeworfen. Also Sie können sich vorstellen, dass inzwischen diese Munition nicht mehr stabil ist und dass sie in ihre Teile zerfällt. Und das Problem, das es jetzt gibt, und das ist wirklich so eine Zeitbombe, so eine Umweltzeitbombe, ist, dass sich dieses TNT und die anderen Sprengstoffe und auch Sprengstoffrückstände sozusagen verteilen jetzt im Wasser, in den Sedimenten, also im Sand, im Kies und natürlich auch in die Organismen gehen, also in die Austern, in die Miesmuscheln, in die Fische und so weiter und so weiter. Und man kann das auch schon nachweisen. Ja, also das, und man kann inzwischen, und das ist sehr erschreckend, und wie gesagt, letzte Woche war wieder ein Termin, wo das vorgestellt wurde, ne? Man kann inzwischen, also inzwischen war das so, ein Forscher, der hat dann sozusagen immer so eine, also man sucht ja immer ein Forschungsgebiet und dann sucht man so ein Vergleichsgebiet, was nicht belastet ist, um sozusagen zu vergleichen. Und auch da waren aber, also obwohl das sehr weit weg war von den Verklappungsgebieten, waren inzwischen TNT-Rückstände im Wasser. Also das ist wirklich ein großes Problem und das wird ja jeden Tag schlimmer. Das heißt, da hat man sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet und inzwischen ist aber die Regierung davon überzeugt, dass man unbedingt was machen muss und deswegen dieses 100 Millionen Sofortprogramm. Die zu bergen ist technisch sehr aufwendig. Was man jetzt im Kopf hat, ist eine Industrieanlage, wo man die sozusagen erstmal ausfindig macht, dann kategorisiert, dann hochholt, dann nochmal kategorisiert, irgendwie kleiner macht und so und dann auf dem Meer entsorgt. Diese Anlage gibt es noch nicht. Also die muss auch jetzt erst erfunden werden und entwickelt werden. Also es ist eine Riesenaufgabe und ich glaube, weltweit ist Deutschland jetzt da auch ziemlich weit vorne. Gut, also das war ja der kleine Exkurs. Ich gehe jetzt wieder zurück zum Thema Herausforderung, Ziel- und Nutzungskonflikt. Wir haben gesagt, es gibt geschützte Gebiete im Meer, es gibt Gebiete, die nicht geschützt sind im Meer. Und die Bundesregierung möchte das in Einklang bringen, also sowohl Nutzung, wobei Meeresschutz auch eine Nutzung ist, also in unserem Fachkreis ist Meeresschutz eine Nutzung, also, aber man möchte Meeresschutz in Einklang bringen mit anderen Nutzungen, also blaue Ökonomie, haben Sie vielleicht schon mal gehört, das sind aber die nachhaltigen Nutzungen, es gibt auch natürlich eine andere Nutzung, die sind nicht nachhaltig, also alle Meeresnutzung und auch mit dem Thema Sicherheit, wobei das ehrlich gesagt immer so ein bisschen hinten angestellt wird. Und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, es wird also Meeresschutzgebiete geben, in denen also die Arten konserviert werden, geschützt werden, wiederhergestellt werden. Die europäische Auster ist so eine Spezies, die da wieder angesiedelt wird. Ja, also wo praktisch wieder so der Naturraum hergestellt werden soll und geschützt werden soll. Und dann gibt es gleich nebenan, es gibt ja keine Mauer, kein Abstand oder irgendwas, dann soll sozusagen da das freigegeben werden für Industrie. Und wie es sich jetzt vollzieht, ist eine Industrialisierung der Nordsee, also auch in Deutschland, aber natürlich in anderen Ländern schon viel weiter, also Großbritannien oder Norwegen, da gibt es richtig riesige Industrieanlagen, ganze Städte auf dem Meer inzwischen. So, und das soll schon noch natur- und umweltverträglich sein, aber alles hat natürlich seine Kosten. Und ich habe das jetzt mir hier so angedeutet, ne? Die Vögel fliegen natürlich von einem Gebiet ins andere und wieder zurück. Ne? Für die ist die Grenze egal, die sind natürlich beeinträchtigt. Und auch Anlagen, die sich sehr nah an diesen Meeresschutzgebieten befinden, haben natürlich einen negativen Einfluss auf die Gebiete, die eigentlich geschützt werden sollen. So, aber es ist ja wichtig, so eine Vision zu haben. Und ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem vom Bundesamt für Naturschutz, also das war so im Rahmen eines Workshops. Und der hat gesagt, nicht ganz ohne Sarkasmus, ja, man kann sich das vorstellen, es gibt dann so eine Art Zoo und der Rest wird dann so industrialisiert. Ja? Das ist keine so schöne Vorstellung, aber darauf wird es hinauslaufen. So, jetzt gibt es natürlich ganz verschiedene Interessen und verschiedene Nutzungen. Wie bringt man die überein? Ja? Wie auf Land gibt es da auch einen Flächennutzungsplan und den habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, aber ich kann das mal kurz zusammenfassen. Also Sie sehen, das ist ein Flächennutzungsplan nur für die ausschließliche Wirtschaftszone. Und das hat damit zu tun, dass die unter der Hoheit des Bundes ist, wogegen die Küstengewässer unter der Hoheit der Länder sind. Also Niedersachsen ist für dieses Gebiet zuständig, der Bund ist sozusagen hier ab der gestrichelten Linie zuständig. Und da gibt es also verschiedene Nutzungen. Sie sehen, die überlappen sich und es ist sehr eng beieinander und es gibt keinen Platz mehr, wo eigentlich keine Nutzung vorgesehen ist. Ja? Also ich gehe das mal so durch. Für uns jetzt interessant, orange, also das sind die Gebiete, die Vorranggebiete sind oder Vorbehaltsgebiete für Windenergie. Das sind schon sehr große Gebiete.
Grün oder grünlich sind die Meeresschutzgebiete. Blau sind die Schifffahrtsrouten. Was Sie da pink sehen, das sind Energiekabel. Das ist natürlich für unser Thema jetzt auch interessant. Und wenn Sie sich jetzt aber sowohl Doggerband angucken als hier auch Borkum Riffgrund, dann sehen Sie, dass das ja überlagert ist. Also Meeresschutzgebiet heißt nicht, dass keine anderen Nutzungen vorgesehen sind. Also in Borkum Riffgrund besteht gleichzeitig ein Vorranggebiet für die Aufsuchung und für die Produktion von Kohlenwasserstoffen und eben auch für Kabel und auch eine Schifffahrtsroute. Ja? Also man muss dann sozusagen versuchen, das alles unter einen Hut zu bekommen und das dann miteinander abzuwägen. Also es gibt sehr viele Zielkonflikte und eine politische Frage ist, wie sehr darf eigentlich der Ausbau von der erneuerbaren Energie, also in dem Falle Windkraft oder auch überhaupt Klimaschutzmaßnahmen und die Absicherung der nationalen Energieversorgung dazu beitragen oder nicht dazu beitragen, sondern auf Kosten geschehen des marinen Artenschutzes. Ja? Also egal wie toll ein Windrad für ein Klima ist, fürs Meer ist ein Windrad nicht toll. Ja? Da komme ich dann auch gleich zu. Und dann wird oft gesagt, es gibt so einen Zielkonflikt zwischen Energieproduktion und Meeresschutz. Stimmt, aber eigentlich kann man es noch ein bisschen mehr aufschlüsseln. Ne? Also wenn es um erneuerbare Energien geht, also ein Windpark zum Beispiel, dann kann man sagen, das steht sozusagen in Konflikt mit Meeres- und Artenschutz, ganz lokal. Dann auf einer höheren Ebene kann man sagen, Klimaschutz, obwohl Meer ganz wichtig ist für Klima und Klima für Meer, steht auch das selbst dann, wenn man Maßnahmen anguckt, im Gegensatz manchmal zueinander. Und dann haben wir natürlich noch eine dritte Geschichte, das ist die Förderung der Transport fossiler Energien. Und das steht natürlich im Gegensatz und im Konflikt mit Meeresschutz, mit Artenschutz und mit Klimaschutz. Ja? Deswegen ist das besonders kritisch. Wenn man jetzt guckt, was machen Windräder? Also Windräder sind jetzt sozusagen nicht nah an Siedlung dran, also die Menschen sind davon jetzt nicht so beeinträchtigt. Aber man hat jetzt sehr viele Studien, wo man erstmal überlegt, ja, was tut das eigentlich mit dem Meer? Und Wind ist auch keine unendliche Ressource. Das heißt, wenn jetzt Wind durch ein Windrad läuft, ist das egal. Aber wenn, oder nicht egal, aber es hat keinen großen Einfluss. Wenn allerdings jetzt große Windparks auf vielen Flächen entstehen, weiträumig, dann wird der Wind sozusagen ja auch geerntet und der ändert sich ja. Der ändert seine Richtung, der ändert die Geschwindigkeit und der Wind tut ja was auf dem Meer. Ne? Der sorgt für Wellengang, der Wellengang sorgt für Strömung, die Strömung sorgt für die Verteilung von Sedimenten und Ähnliches. Also man ist gerade dabei zu überlegen, was machen diese Windparks eigentlich? Welche Auswirkungen haben die eigentlich? Ne? Und man geht da durchaus auch kritisch ran und versucht dann aber natürlich vielleicht durch technische Verbesserungen oder so dann diese Umweltaspekte ein bisschen zurückzudrängen und zu sagen, also wir versuchen das so naturverträglich wie möglich zu machen. Jetzt gucken wir mal an, was geplant ist. Also ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie viel Windenergie wir schon auf der Nordsee haben. Wir sehen es ja nicht jeden Tag. Also man kann sich das in Windturbinen schlecht vorstellen. Es sind 1,8 Gigawatt. Ja? Und das deckt im Moment 10% unseres Energiebedarfs in Deutschland. Und die Ausbauziele sind enorm. Also bis 2035 soll es ausgebaut werden auf 40 Gigawatt und dann 2045 auf 70 Gigawatt. Also Sie sehen, von 8,1 auf 70, das ist wirklich eine sehr hohe Steigerung. Und Offshore-Wind wurde erklärt zum überragenden nationalen Interesse. Ja? Das heißt, viele andere Interessen werden dann hinten angestellt. Ja, das ist wichtig, auch für rechtliche Umsetzung dann. Und weil nicht so genug Platz da ist, plant man auch Windanlagen in Schutzgebieten und auch an Schutzgebieten. Sicherlich erstmal an Schutzgebieten. Und wenn dann der Platz irgendwann nicht mehr reicht, wird man auch in die Gebiete hineingehen. Deutschland ist in der Nordsee ziemlich weit vorne, was die Windenergie angeht. Also ist im Moment Nummer eins. Dänemark und Niederlande ziehen allerdings nach. Also es sind jetzt im Moment noch sehr viel weniger Windturbinen dort, die sie dort haben, aber die werden das auch nach und nach graduell aufbauen. So, das ist jetzt mal der Flächenentwicklungsplan von 2023. Sie sehen, das korreliert so ein bisschen mit diesen dunkelorangen Flächen, die wir vorher gesehen haben im Flächenentwicklungsplan, im Raumplan. Und das sind sozusagen Dinge, die schon realisiert sind oder sozusagen jetzt wirklich in der Planung ist, die kommen werden. Und Sie sehen auch, dass es nicht nur um die Windparks geht, es geht auch um die Kabel. Und was ganz interessant ist an diesem Bild, ist, dass die Kabel enden. Die enden an der Grenze der ausschließlichen Wirtschaftszone. Und dem ist selbstverständlich nicht so. Ne? Also die Energie, die produziert wird, muss natürlich dann durch die Küstenmeere
an Land und muss an Land dann angelandet werden und dann gibt es Umspannwerke und dann gibt es gibt's große Stromtrassen und Ähnliches. Also Niedersachsen hat schon sehr viel dieser Infrastruktur. Also wenn Sie in Niedersachsen waren in letzter Zeit, dann sehen Sie, es gibt sehr viel Windparks auf Land. Es gibt auch schon sehr viel Energieinfrastruktur, die diese Energie vom Meer sozusagen dann an Land bringt und weiterleitet. Und das macht die Regierung natürlich schon, sich immer nicht nur angucken, was passiert in Deutschland aus Meeresschutzgründen, sondern man müsste natürlich immer gleichzeitig gucken, was passiert denn in den weißen Gebieten, weil die weißen Gebiete sind natürlich nicht weiß. Ne? Die weißen Gebiete sind links die Niederlande, die haben natürlich auch eigene Ausbaupläne und rechts ist das Dänemark. Ich habe jetzt da keine Karte gefunden, die jetzt aktuell gewesen wäre. Und man müsste natürlich nicht nur Kalkulationen machen, wie wirkt sich denn Windenergie in Deutschland aus, sondern sozusagen regional, denn es gibt ja viele Meereshabitate, die auch grenzüberschreitend sind. So, hatten wir das nicht schon? Nee. Jetzt kommen wir mal zu Fahrtabhängigkeiten und Interessen. So, wir schauen uns jetzt hier mal was an. Sie können auch gerne nachschauen. Es gibt jetzt inzwischen auch Dokumentationen, nicht sehr viele, aber es gibt zwei Dokumentationen beim ZDF, die man abrufen kann zum Thema Nordseegas und zu dem, was ich Ihnen erzähle. Und ich habe das mal rausgenommen, weil das ganz anschaulich ist, obwohl die Daten so ein bisschen alt sind. Was man sieht, hier sind Öl- und Gasplattformen in der Nordsee. Und man sieht, in Deutschland gibt es nur ein Pünktchen. Das gibt es inzwischen auch nicht mehr. Also die Plattform ist aus dem Betrieb genommen worden. Das war eine Gasplattform. Also die Felder haben sich einfach aufgebraucht. Man hat das aus dem Betrieb genommen. Also im Moment haben wir keine Gasförderung mehr in der Nordsee. Wir haben allerdings, und da ist noch ein zweites Pünktchen, das ist so ein bisschen versteckt unter Deutschland, wir haben noch die größte Ölförderstätte Deutschlands in der Nordsee. Das ist Mittelplate. So, also eine Ölförderstätte, keine Gasförderstätte mehr im Meer. Wir sehen aber, dass das bei unseren Nachbarn ganz anders aussieht. Ja? Und zwar bei allen Nachbarn. Ja? In den Niederlanden, in Großbritannien, in Dänemark und auch in Norwegen. Und die Karte ist schön übersichtlich, denn wenn man jetzt Karten anguckt, die so in wissenschaftlichen Studien zu finden sind, dann sieht das so aus, das ist dann so ein bisschen chaotischer. Aber auch da sieht man, wenn man genauer guckt, ne, es gibt sozusagen Gebiete, die sehr voll gebaut sind schon und andere Gebiete, die halt noch ein bisschen Platz haben und in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone ist noch ein bisschen Platz. So, also wie ist das jetzt entstanden? Also Öl- und Gasindustrie hat angefangen in Erkundungen einzuholen und auch zu bohren in der Nordsee in den 60er Jahren. Es ist ja ein regionales Wassereinzugsgebiet, aber es gibt natürlich, weil verschiedene Länder da sind, auch verschiedene Interessen und man hat das fragmentiert. Also man hat dann, das hat auch mit diesem Interesse an Öl und Gas zu tun, man hat diese ausschließlichen Wirtschaftszonen eingerichtet und dann haben die meisten Länder sich dafür entschieden, dann Konzessionen, so ein Netz von Konzessionen, so Konzessionsgebieten da über ihre ausschließlichen Wirtschaftszonen zu legen und dann Konzessionen rauszugeben an verschiedene Industriepartner. In Deutschland hat man das nicht gemacht, da gab es ein Nordseekonsortium, wo sich dann verschiedene Industriepartner zusammengefügt haben, die gemeinsam sozusagen dann erkundet haben und dann auch gebohrt haben. So, und man sieht, und das habe ich ja in den Karten vorher gesehen, also es geht eben nicht nur um die Infrastruktur, also nicht nur diese Plattform, sondern es geht eben auch um Kabel, um Lighting und Ähnliches. Und das wird jetzt inzwischen schon in der Literatur, zum Beispiel in Großbritannien, benannt als Congestion. Also das ist der gleiche Termini, den man auch nutzt für Stau zum Beispiel. Ja? Also Traffic Congestion, ne? Das ist sozusagen auch so eine Verstopfung hier irgendwie, die dann in der Nordsee dann schon zu beobachten ist an einigen Stellen. Also einfach viel Infrastruktur an einem Raum. So, dann hat die anderen Länder haben das weiterverfolgt und haben sozusagen konzessiv das ausgebaut. Deutschland hat einzelne Stellen gehabt, wo gebohrt wurde und auch produziert wurde. 1977 ist allerdings schon die erste Gasleitung gebaut worden von Norwegen nach Emden. Ja? Und dann folgten noch zwei weitere Gasleitungen. Sie wissen, dann gab es noch Gasleitungen, die kamen dann später aus Russland über die Ostsee. Also wir sind nicht sehr engagiert gewesen in der Erdgas- und Erdölproduktion in der Nordsee, sondern wir haben eher Nordseegas importiert. So, was passiert jetzt also in der Nordsee? Also sie transformiert sich
Und wir sagen, das ist eine Energie-Seascape, also so eine Art wie Landscape, wie eine Landschaft, also eine Energielandschaft. Ist ja eigentlich eine, ist ja nicht auf Land, ist ja auf See, aber der Begriff wird trotzdem benutzt. Und da passiert halt Folgendes, und das ist jetzt mal eine Übersetzung, die werde ich vorlesen. Das ist eine Frau, die über die Industrialisierung der Nordsee gearbeitet hat. Und die sagt, also diese Offshore-Erdöl-Landschaft hat einen Präzedenzfall geschaffen, indem sie die Nordsee in eine Energielandschaft verwandelt hat, die angeeignet, renoviert und auf erneuerbare Energien ausgerichtet wird. Während gleichzeitig, und das ist wichtig, Optimierungsprozesse die letzten Kohlenwasserstoffe aus bestehenden Feldern herausholen und andere Substanzen finden, die in die ausgehöhlten Unterwasserräume initiiert werden können. Also es passieren drei Dinge gleichzeitig. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen zu organisieren, ja, mit den Farben. Also wir haben auf der einen Seite die Öl- und Gasproduktion, Gasthema natürlich auch, ne, Import jetzt über LNG-Tanker, also Gas über die Nordsee, ne, und Leitungen natürlich. Dann haben wir, also fossile Energien, dann haben wir dieses ganze Themengebiet erneuerbare Energien, also Offshore-Windenergie, die Kabeltressen, Offshore-Wasserstoff, obwohl das ja noch nicht so jetzt in der Produktion ist oder nicht im Betrieb ist, das ist ja alles noch in der Erforschung sozusagen, dann Energieinseln. Also man muss ja dann diese viele Energie auch irgendwie auf dem Meer erstmal sammeln und nochmal transformieren, damit man die auch noch in einer anderen Form besser technisch und effizient an Land bringen kann. Also Energieinseln werden uns erwarten. Also künstliche Inseln, wo dann Windparks sicherlich sind und so Transformatoren und ähnliche Dinge. Und idealerweise soll eben auch ein europäisches Offshore-Stromnetz entstehen. Also wo klar ist, wenn Wind in einer Stelle sehr viel produziert wird, dann kann man das sozusagen in Gegenden bringen, wo gerade vielleicht nicht so viel Wind ist. Also so ähnlich wie die Diskussion, die wir innerhalb von Deutschland haben. Ne? So. Und dann hat man eben diese ganze Diskussion noch, das ist das Dritte, ne, mit diesem marinen CO2 senken. Also was können wir mit diesem CO2 machen und können wir das nicht irgendwie im Meer entsorgen? Und jetzt könnte man irgendwie überlegen, ja, in welcher Reihenfolge passiert das dann? Ne? Erst Kästchen 1 und Kästchen 2 oder so. Ne? Was tatsächlich passiert ist, dass es alles miteinander zusammenhängt und auch so ein bisschen miteinander interagiert. Also es ist nicht linear. Und jetzt mache ich wieder einen kleinen Ausflug zu einem anderen Projekt, CDA Mare. Und viele Leute, die Meeresschutz betreiben oder sich für das Meer interessieren, sind sehr kritisch gegenüber dieser Entsorgung von CO2 auf dem Meer, ja, weil man denkt, man weiß noch gar nicht, wie sich das entwickelt. Die Kollegen sind in der Mission sind allerdings sehr klar in ihrer Aussage. Also ganz essentiell ist, dass man Energieträger einspart, ne? Also vor allem fossile Energieträger einspart, Energie einspart. Das zweite ist der Ausbau aus erneuerbaren Energien. Aber selbst wenn man da alles macht, es wird nicht reichen, es wird eine Lücke bleiben und die muss man mit CCS schließen. Ja? Also sie sagen, es gibt kein Entweder-Oder, das ist jetzt ein wörtliches Zitat. Wir brauchen CCS und CO2-Entnahme, um unser nationales Netto-Null-Ziel bis 2045 zu erreichen. Ja, und das muss auch, diese industriellen Projekte müssen auch ermöglicht werden. Und es gab in Deutschland noch keine rechtliche Grundlage dafür. CCS ist noch verboten, wird jetzt aber neu, ein Gesetz ist jetzt in Arbeit. Das ist Carbon Capture Storage, also Carbon steht für CO2, ne? Dann Capture ist sozusagen, dass man das entweder aus der Luft einfängt oder aus Industrieanlagen einfängt, also aus dem Schornstein sozusagen einfängt und dann sozusagen woanders mal. Und Storage ist, steht für Speicherung. Ja? So, und dann ist die Idee, dass man das sozusagen bei Industrieanlagen, also zum Beispiel Zementfabriken oder Müllverbrennungsanlagen und andere, die sehr viel CO2 ausstoßen, direkt einsammelt und dann aufs Meer bringt und dann in den Meeresboden verpresst. Ja? Und dann habe ich jetzt, das war jetzt ganz interessant, letzte Woche noch einen Vortrag gehört, dass das natürlich nicht so einfach ist. Also die Leute machen sich Gedanken, wo kann man das machen und wo kann man das sicher machen? Denn das soll ja nicht wieder hochkommen, das ist ja auch klar. Und dann ist ja der Meeresboden nicht überall so undurchlässig, sondern da gibt es ja auch Brüche, ne, wo das entweichen könnte. Also da kann man schon mal nicht machen. Und man kann es auch ganz schwer machen, da wo Bohrlöcher sind. Das ist ja auch klar, weil das ja auch schon wieder eine Durchlässigkeit dann ermöglicht. Und Sie sehen auf der Karte hier nicht so gut, weil es nicht so dunkel ist. Also auch wieder die gleiche Problematik. In Deutschland hat er hier geschrieben,
ich glaube, 91 Altbohrungen gibt es, also 91 Bohrlöcher. Und wenn Sie dann gucken, wie es in den anderen Ländern aussieht, ne, das ist durchlöchert wie ein Sieb. Also es wird schwierig, das umzusetzen. Norwegen macht das schon, die Niederlande versuchen das. Also, aber praktiziert wird es aktuell in Norwegen auf jeden Fall schon. Ich glaube, ich weiß nicht, Großbritannien oder ich glaube in Großbritannien auch schon. Jetzt kommen wir mal zu einer Vision. Das ist jetzt eine niederländische Vision, die zeigt, ich weiß nicht, ob Sie das gut sehen, so Infrastruktur auf dem Meer. Ne? Und man sieht da also verschiedene Sachen. Man sieht da Windturbinen, man sieht da so Gasförderplattformen, man sieht diese ausgehöhlten Gasspeicher. Ne? Und das ist in dem Falle so eine Art Politikberatungspapier. Und die entwerfen dann so eine Vision von der Infrastruktur, die schon da ist, die man integrieren kann mit erneuerbaren Energien. Und dann geht irgendwie alles zusammen, ne? Also Gas und Windstrom und Wasserstoff und diese CO2-Versenkung, das geht irgendwie alles zusammen in diesem System. Also das ist so eine Art Idee. Wie das dann passt zu diesen vielen Bohrlöchern, weiß ich auch nicht. Also das müsste man mal fragen. Wichtig ist zu sagen, dass das Auswirkungen hat, weil dann nicht politisch die Idee ist, wenn das später ein integriertes System wird, dann müssen wir ja die Infrastruktur, die wir haben, also das ist ja jetzt für Öl und Gas, also in den Niederlanden beispielsweise, müssen wir die ja erhalten. Ja, also das, und dann wird einiges getan, um diese Infrastruktur zu erhalten. Und Deutschland hat aber eine völlig andere Ausgangslage. Also wir haben diese Infrastruktur nicht zu stehen und wir werden die natürlich auch so nicht hinstellen. Also wir haben eine ganz andere Situation. So, wenn man jetzt mal guckt auf EU-Ebene, und das ist immer wichtig, und die Meeresforscher tendieren so ein bisschen dazu, immer so ein bisschen auf ihr Habitat zu gucken oder auf ihr Labor oder auf ihr Bundesland oder so, aber man muss natürlich ein bisschen breiter gucken, dann ist es so, dass 80% der EU-Erdgas- und Erdölproduktion noch offshore, also auf dem Meer erfolgt. Das heißt, es ist immer noch ein viel wichtigerer Sektor, also nicht wichtiger, gewichtiger, sage ich mal, wirtschaftlich als Offshore-Windkraft. Ja? Das ist vielleicht unangenehm, also gerade den Meeresforschern und Klimaschützern ist es unangenehm, darüber zu reden, aber so ist halt die Realität. Das ist jetzt gerade noch so. Und wenn wir jetzt auf die Nordsee gucken, dann sehen wir, da sind Aussteigerländer, also Deutschland, Niederlande, Dänemark, Irland, die also alle Ausstiegsszenarien sich überlegt haben. Das sind allerdings nicht sehr konsequent, das heißt, das wird alles noch ein bisschen länger dauern. Man macht jetzt erstmal so weiter wie bisher. Man erkundet auch noch ein bisschen, man lässt auch noch mal neue Projekte an den Start gehen. Dann gibt es Einsteigerländer, also Länder, die jetzt erst anfangen, Öl und Gas zu fördern auf dem Meer. Habe ich da auch zusammengefasst. Das ist aber jetzt im Mittelmeer und im Schwarzen Meer. Und dann gibt es noch ganz wichtige Erdgas- und Erdölproduzenten für die EU, die aber gar nicht EU-Mitglied sind. Also sprich, die sind in der Statistik gar nicht drin, da sind aber trotzdem Nordseeanrainer. So, woran liegt das jetzt, ne? Dieser letzte Ansturm oder dieser Ansturm auf marine Gasfelder? Ja, ganz einfach, ne? Bis zum European Green Deal, ne? Also wenn ja dann sozusagen die Neutralität, CO2-Neutralität erreicht werden soll, gibt es einfach noch ziemlich viel Zeit, ne? Und so ein normales Gasprojekt dauert so 15 bis 20 Jahre, bis das so, ne? Bis dann die Felder sozusagen nicht mehr lukrativ bewirtschaftet werden können. Man kann also noch sehr gemütlich da noch neue Projekte an den Start bringen. Und genau das passiert. Also, weil die wissen, das kann man später nicht mehr, bringen jetzt viele Länder noch neue Projekte an den Start. So, wenn wir jetzt mal in den Niederlanden gucken, ich habe gesagt, Fahrtabhängigkeiten sind total wichtig, dann ist das so, dass die in den 60er Jahren angefangen haben, Erdgas zu fördern aus der Nordsee und auch auf Land und sind aber doch sehr vielen Protesten begegnet, schon in den 70er Jahren, als die zweite Ausbauwelle erfolgen sollte. Also mit Klagen und allem drum und dran, sehr viel Unruhe. Und die Regierung hat dann beschlossen, 1984, wir machen jetzt erstmal einen Baustopp, also einen Ausbaustopp, wir machen ein Moratorium für 10 Jahre, da ist erstmal kein neuer Ausbau erfolgt. Nach dem Ausbau hat die Industrie natürlich ein bisschen gedrängelt, man hat die ein bisschen hingehalten und ist dann aber in ein Dialog eingetreten mit Industrie, Regierung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, also auch vielen Umweltverbänden und hat einen Kompromiss gesucht, weil der Umweltzustand der niederländischen Nordsee auch sehr schlecht war. Man hat gesagt, jetzt haben wir gar nicht weiter ausgebaut, fast 20 Jahre keine neuen Bauten, trotzdem ist der Umweltzustand schlecht. Also was machen wir jetzt? Und dann haben sie Maßnahmen im Fischereibetrieb angestoßen. Das sieht so ein bisschen lustig aus, weil ich habe letzte Woche ein Science Slam gemacht. Das ist sozusagen so ein bisschen unterhaltsames Format von Präsentation, daher ist das.
Und man hat dann gesagt, also Fischerei wird jetzt begrenzt, aber Erdgas wird wieder ausgebaut und seit 2007 wird sozusagen kontinuierlich Erdgas auf der Nordsee ausgebaut in den Niederlanden. Und wenn Sie sich im Norden ein bisschen auskennen, wissen Sie, in Groningen gibt es ein großes Gasfeld, da gab es Erdbeben. Und da gab es also sehr viel Protest, auch weiterhin. Also Gasproteste in den Niederlanden haben eine große Tradition. Man wollte natürlich auch kein Fracking-Gas, das wäre auch noch eine Option gewesen auf Land. Die Regierung hat eingelenkt, hat gesagt, gut, wir machen kein Fracking, wir schließen Groningen, aber das Gas muss irgendwo her, wir gehen jetzt zur Nordsee. Und wir haben jetzt sozusagen das überragende politische nationale Interesse ist Offshore-Gas, nicht Offshore-Wind, obwohl die auch Ausbauziele haben, die machen beides, aber Priorität hat Gas vor Wind. Also das muss man sozusagen so im Kopf behalten. Genau, das zeigt hier nochmal so die Ausstiegsszenarien, ne? Also man könnte jetzt denken, wenn man das Graue anguckt, das ist sozusagen das, was jetzt gefördert wird, da gehen die Ressourcen natürlich runter, das würde auch immer weniger werden. Aber mit den Gelben, das sind sozusagen die neuen erkundeten Felder oder die vermuteten neuen Felder, wird das sozusagen nochmal abgefedert und es dauert sozusagen noch ein bisschen länger, bis dann tatsächlich der Ausstieg erfolgt. Und was das jetzt politisch bewirkt, ist, dass es sehr zügige Bewilligungsverfahren gibt. Also wenn jetzt eine Erkundung ist und ein Projekt da angedacht wird, dann tut die niederländische Regierung wirklich, ich will nicht sagen alles, aber doch sehr viel und mit sehr viel Nachdruck, um diese Projekte sozusagen zu unterstützen und denen sehr viel Rückendeckung zu geben. Was bedeutet das jetzt für Deutschland? Ja, also die Niederländer gucken jetzt ihre Gasfelder an und gucken, wo ist noch was und klopfen natürlich jetzt auch mal bei uns an und fragen, wir haben ja auch noch Gasfelder, die sind ja ein bisschen bei euch, ein bisschen bei uns. Wollen wir die nicht fördern, dann machen wir halbe-halbe, wäre doch eine tolle Sache. So, das ist aus der Sicht der Niederländer völlig logisch. Die Handlungslogik erschließt sich ja aus der Geschichte, clasht aber jetzt natürlich mit der Geschichte, die wir haben. Wir produzieren ja nicht selber, wir wollen ja unser Meer schützen, ne? Wir importieren ja lieber und schieben sozusagen die Umweltfolgen woanders ab. Genau. Und es geht also um diese Gasfelder, das nennt sich GEMS-Projekt, Gateway to the Ems, also Tor zur Ems, zum Fluss Ems. Und das findet sozusagen statt da in der Nähe vom Nationalpark Wattenmeer, das ist das große Grüne und zwei Meeresschutzgebiete. Und ich habe sozusagen mir diese Fallstudie da genauer angeguckt. Was sehr wichtig ist, ist, dass die Industrie jetzt sich anguckt, was da im kleinen Kästchen ist, also oder was im großen Kästchen ist und sagt, das ist jetzt das, wofür wir das Projekt beantragen und diese ganzen Genehmigungen einholen. Aber es gibt noch mehr Gasfelder und die sagen ganz offen, wir wollen sozusagen im nächsten Schritt dann andere Gasfelder uns auch noch angucken und da sind dann sozusagen auch wieder Nutzungskonflikte, weil auch die sind wieder in Naturschutzgebieten auf deutscher Seite teilweise. So. Wenn wir jetzt gucken, wir haben gesagt, also geopolitische Veränderungen, ja, auch das müssen Sie nicht alles durchlesen. Das zeigt Ihnen nur mal, was ist eigentlich passiert zum Thema Erdgas in Deutschland seit dem März 2022. Und das ist eine ganze Menge, was da passiert ist, politisch. Ja? Und der Auslöser war der Überfall auf die Ukraine. Also vorher war bei diesem Projekt, diesem GEMS-Projekt, lief ein grenzüberschreitendes Beteiligungsverfahren, wo die deutsche Seite gesagt hat, nein, das wollen wir auf keinen Fall. Auch die niedersächsische Regierung hat gesagt, das wollen wir auf gar keinen Fall. Das ist natürlich nochmal überdacht worden, ne? Als dann sozusagen Energiesicherheit und Ähnliches in den Vordergrund rückten. Also dann hat damals die CDU-SPD-Regierung gesagt, doch, wir machen das Projekt. Und dann kam der Wahlkampf, also in Niedersachsen gab es einen Wahlkampf. Dann sind viele Leute angetreten, also gerade die Grünen haben gesagt, also mit uns wird das auf keinen Fall passieren. Jetzt gibt es eine Koalition von SPD und Grünen. Und jetzt ist man etwas unentschlossen. Also jetzt heißt es, vielleicht macht man es doch. Also man will es nicht. Und jetzt haben wir so diese Ressortstreitigkeiten, auf die Sie auch so eingegangen sind. Aber was Sie sehen ist, es ist unheimlich viel passiert in der Zeit. Also man kann der Regierung nicht vorwerfen, sie tue nichts. Sie tun sehr viele Dinge. Ja, und das ist ja nur ein kleiner Sektor. Wobei die natürlich, ich will nicht unterstehen, dass sie jetzt mit allem alles angezettelt haben. Natürlich nicht. Also jetzt Sabotage von Nord Stream 1 hat ja die Regierung nichts mit zu tun. Natürlich nicht, ne? So. Ja. Und für Niedersachsen ist Energie also tatsächlich so ein Entwicklungsthema, auch so ein Zukunftsthema, so ein visionäres Thema. Und
diese Regierung von SPD und Grünen ist also angetreten und hat gesagt, also Niedersachsen wird klimaneutral bis 2040. Und ich lese das jetzt mal vor, weil das ist tatsächlich ein Zitat aus der Regierungserklärung vom November 2022. Und sie sagen, Klimawandel kann sich gerade auch in wirtschaftlicher Hinsicht als eine große Chance erweisen. Also wahrscheinlich der Kampf gegen den Klimawandel ist wahrscheinlich gemeint. Ne? Wir wollen Klimaschutz dafür nutzen, die wirtschaftliche Entwicklung wesentlich voranzutreiben. Wir wollen Niedersachsen als das Energieland Nummer 1 etablieren und damit unseren Wirtschaftsstandort noch einmal wesentlich stärken. Und jetzt kommt die Vision. Niedersachsen ist Windkraftland Nummer 1. Über unsere Häfen wären wir das Tor zur Energiewelt. Wir sind der Energiespeicher für ganz Deutschland. Wir sind führend in der Energieforschung, das stimmt auch. Wir etablieren uns als Kernland der Wasserstoffwirtschaft und als Zentrum der Offshore-Branche. Ja? Plus, es ist das Land, in dem das meiste Gas gefördert wird in Deutschland. Ja? Also Niedersachsen spielt in der Energiepolitik Deutschlands eine sehr große Rolle und das wissen viele Leute nicht. Das wusste ich, bevor ich diese Forschung gemacht habe, auch nicht. So, jetzt regt sich natürlich Widerstand. Und ich habe jetzt auch schon gesagt, Klima ist ein wichtiges Thema, Meeresschutz ist ein Thema und diese Themen vermischen sich aber in dieser Widerstandsbewegung, die ich auch mir angeschaut habe. Also man sieht immer wieder, obwohl es um Meeresschutz geht, werden auch immer wieder Klimaargumente rangezogen und umgekehrt. Also die verschiedenen Bewegungen, die stärken sich natürlich auch gegenseitig, indem sie sich dann unterstützen. Und es ist eine Klage eingereicht worden von der Deutschen Umwelthilfe, dann verschiedenen zwei Organisationen in den Niederlanden, den Inselgemeinden Jüst und Borkum, weiß nicht, ob Sie die kennen, und noch einer kleinen Bürgerinitiative aus Ostfriesland. Und die haben also gegen das Projekt geklagt, gegen die Baugenehmigung in den Niederlanden, die haben auch gewonnen. Letzte Woche, also nach meinem Vortrag, ich habe den Vortrag gehalten und auf dem Rückweg habe ich dann erfahren, dass die Niederländer eine neue Baugenehmigung ausgestellt haben. Also ich hatte erwartet, dass sie jetzt einfach Berufung einlegen und das anfechten. Nein, sie haben eine neue Baugenehmigung ausgestellt. Und diese Klimabewegung und wer da sehr wichtig ist, ist eine Bürgerinitiative aus Ostfriesland, die nennt sich Saubere Luft Ostfriesland. Das sind alles Ehrenamtler, die aber im Umwelt eine große Expertise in Umweltfragen haben und die sozusagen schon seit 16 Jahren aktiv sind und die aber fokussieren eigentlich auf diese Industrialisierung in den Niederlanden. Also wenn man in Emden ist, dann guckt man über die Ems und dann hat man da die ganze, also die Niederlande haben da sehr viele Industriegebiete etabliert und da kommt sehr viel Schadstoffe sowohl übers Wasser als auch über Luft Richtung Deutschland. Also die kämpfen sozusagen, also im Sinne von, also kämpfen vor Gericht gegen diese Umweltverschmutzung und zwar schon seit 16 Jahren und die sind sozusagen ein wichtiger Akteur jetzt in der Widerstandsbewegung. So, worum geht's jetzt? Also ein wichtiges Argument ist, dass man, obwohl das außerhalb der Meeresschutzgebiete gebaut werden soll, trotzdem Dinge da sind, die sehr wertvoll sind, die also die geschützt werden sollten. Und zwar sind das Steinriffe. Also in der Nordsee gibt es tatsächlich Riffe. Ich habe das auch das erste Mal gesehen, seit ich jetzt dazu arbeite. Ich wusste das vorher auch nicht. Das sind also so Steine. Also wir haben eine Sandbank und da sind dann so Steine. Und da siedeln sich dann die verschiedensten Wesen an. Also kleine Tierchen, kleine Pflanzen. Und das sind so Orte von einer sehr hohen Biodiversität. Und weil die so wertvoll sind, hat man dieses Schutzgebiet eingerichtet. Man hat das Schutzgebiet aber nicht eingerichtet jetzt auf dem ganzen Gebiet, wo das existiert, sondern halt nur auf einem begrenzten Gebiet. Man hat dann auch Schluss gemacht, weil ja wieder die Zuständigkeiten dann waren, ne? Land für Küstengewässer und Bund für AWZ. Aber auch in dem Küstengewässer, Küstenmeer gibt es diese Steinriffe. Und eine wichtige Argumentation war, also dieses Projekt würde diese Steinriffe zerstören. Und deswegen sollte man auf jeden Fall von dem Projekt Abstand nehmen. Abgesehen davon, dass natürlich ein Gasprojekt jetzt auch nicht so zukunftsträchtig ist, wenn wir ja eigentlich fossile Energie nicht mehr fördern wollen. Ne? So, und dann hat sich nicht in der Gruppe der Kläger, aber ansonsten Greenpeace noch mit eingeschaltet. Die haben noch sehr viel auch dazu beigetragen, noch Daten zu sammeln, sehr viele verschiedene Aktionen durchgeführt. Also hier, das ist so eine Protestbriefaktion, die war auch sehr, sehr erfolgreich. Dann haben die, gab es eine Studie, die wurde nicht veröffentlicht, dann sind die auf den Landtag gestiegen in Hannover, haben gesagt, die Studie muss rausgegeben werden. Die wurde dann auch rausgegeben, also da wusste die neue Regierung nicht, was die alte schon in der Schublade hatte, so in der Richtung. Und haben halt so verschiedene Studien gemacht, also Greenpeace war da noch sehr wichtig. Und verhandelt wurde das nicht in Deutschland, sondern in den Niederlanden.
Wir sehen jetzt hier, das ist vom letzten Verhandlungstag, also ist vor der Verhandlung sozusagen auch eine große Demonstration gewesen. Da haben sich dann auch viele niederländische Organisationen mit eingeschaltet. So, und diese Koalition der Kläger muss man jetzt auch nicht alles lesen, aber was ich schon gesagt habe, auf deutscher Seite war das die Deutsche Umwelthilfe, die Saubere Luft Ostfriesland und die Städte Borkum und Jüst und auf der anderen Seite dann zwei Umweltorganisationen aus den Niederlanden. So, und wenn man jetzt nochmal guckt, und ich komme jetzt auch gleich zum Ende, wir sind ja dann auch fast durch, worum geht es da eigentlich bei dem Konflikt? Also es geht natürlich um Energie- und Meeresschutz, aber eigentlich, wenn man sich das genauer anguckt, ist das noch ein bisschen komplizierter. Also wir haben in dieser Gruppe der Kläger, aber auch, da gibt es auch noch viele andere Unterstützer, die jetzt nicht direkt klagen, aber sozusagen weiter unterstützen mit Demonstrationen und Aktionen und so weiter. Dann haben wir da Klimaaktivisten, die eigentlich sich gegen die Regierung stellen, also unsere Regierung, weil die sagen, ne, das ist eine Regierung, die ist angetreten mit dem Mandat, Klimaschutz voranzutreiben, was sie auch gemacht haben. Ne? Es gibt ja Politiken, Strategien und es gibt ja auch Gesetze. Aber sie tun nicht genug, um das einzuhalten. Also eigentlich fordern die, dass diese Gesetze eingehalten werden, dass sozusagen die Regierung das macht, was sie selbst beschlossen hat. So, dann haben wir Klimaaktivisten aus den Niederlanden, die also diesen Kompromiss von 2017, wir hören mit der Fischerei auf, wir gehen jetzt wieder in die Gaswirtschaft, jetzt sozusagen daran rütteln. Ne? Weil die sagen, das ist jetzt auch schon wieder 17 Jahre her, also die Situation ist anders, wir möchten jetzt einen Ausstieg. Ne? So. Dann gibt es in den Niederlanden eine große Gruppe, das sind wirklich so Wattenmeeraktivisten, die wirklich Meeresschützer sind, also die wirklich das Wattenmeer so in den Vordergrund stellen und diese Natur und die natürlich auch Klimaargumente haben. Denn wenn der Klimawandel da ins Wattenmeer eingreift, dann ist das Wattenmeer auch nicht mehr das, was es war. Ne? Also immer diese Wechselbeziehung. Dann gibt es die UNESCO, ne? Wattenmeer ist ja Weltkulturerbe, also die haben sich dann auch noch eingeschaltet, nachdem die ganzen Umweltorganisationen die dann direkt angesprochen haben, weil in Niedersachsen tat sich ja nichts, Bundesregierung tat sich auch nichts, also hat man direkt sozusagen die UNESCO angesprochen, die haben dann auch gehandelt. Nicht bei, das hat nichts mit dem Gerichtsverfahren zu tun, das ist jetzt nochmal ein anderes Verfahren. Und dann gibt es natürlich das Interesse der Inseln und das sind sektorale Interessen. Also die wollen natürlich eine saubere Umwelt, weil die machen naturbasierten Tourismus, die wollen natürlich auch in einer sauberen Umwelt leben. Ne? Und dann auf was, wer ist für GEMS oder welche Argumente sprechen für GEMS? Die niederländische Regierung ist eindeutig dafür. Ne? Also die haben so einen Sektor, den sie verteidigen. Die wollen diesen Konsens von 2007 beibehalten und weiter ausbauen. Mussten sich jetzt aber auch der UNESCO schon mal jetzt beugen, weil die UNESCO sagte, wir entziehen den Weltkulturerbestatus, wenn jetzt weiter hier ausgebaut wird. Also ein Gasprojekt haben sie schon zurückziehen müssen. Und die deutsche Regierung ist auch nicht ganz klar in ihrer Position, aber natürlich ist Energiesicherheit wichtig und weitere gute Kooperation mit den Niederlanden. Ja? Also man will das natürlich jetzt nicht auf den, das jetzt nicht riskieren, da irgendwas zu machen, wobei das nie ein Sicherheitsproblem werden würde. Ja? So, jetzt der Ausblick und damit komme ich zum Ende. Also kommt jetzt die Energiewende auf dem Meer, ja oder nein? Ja, sie kommt. Also es gibt ganz viele Programme, es gibt sehr ambitionierte Ausbaupläne. Das kommt alles. Aber ob es so schnell geht wie geplant, ist jetzt noch so die Frage. Ne? Also das muss ja auch alles gebaut werden, das kostet ja, da braucht man Materialien, man braucht Baufirmen und alles Mögliche. Also möglicherweise geht das nicht ganz so schnell. Und was ich auch versucht habe klarzumachen, es ist nicht so linear. Also wir sagen jetzt nicht, raus aus Gas und Öl und wir machen jetzt erneuerbare Energie. Ja, das sagt Deutschland, aber die anderen sagen, dass die fahren eher nochmal so eine parallele Schiene. Und ja, also wir müssen so ein bisschen uns damit anfreuen, dass das nicht so linear geht und so einfach und so, sondern dass es wieder kompliziert ist. Also wie immer, es ist kompliziert. Und damit danke ich Ihnen. Applaus